So, hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ich bin an dieser Stelle, wo wir das letzte Mal runtergefallen sind, denn ich habe versucht, hier hochzukommen, hat nicht funktioniert, deswegen werde ich jetzt einfach mal diese Richtung nehmen und das ist gar kein Problem. Mein Messer habe ich leider nicht wieder, weil ich vergessen habe, neu zu starten. Es ist jetzt egal, müssen wir also durch. Müssen wir durch. Aber, wow, kriegen wir auch so hin, denke ich. So, das nehmen wir nochmal mit. Zähne und hier. Aber ich habe mir ja gemerkt, wie das Ganze geht. Ich kann nämlich unsere super süße Uhr darauf stellen. Und wir speichern und unsere Grinsekatze... Es heißt, eine Katze habe 9 Leben. Alice, ich hoffe, du hast ähnlich viele. Das in der Katze hat 7 Leben? War das nicht so? Egal. So. Hier können wir dran drehen, glaube ich. Komm, stell dich richtig davor. Juhu, das machen wir ja so gerne. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Okay, die Zähne haben wir jetzt nicht bekommen, aber... Was springst du denn weg hier? Ich will mein Messer haben. Echt, ich will mein Messer haben. So geht das nicht, so geht es nicht. Ja, ja. Nein! Okay, komm. Wir hauen... Nein! Liebe Leute, bevor es weitergeht, werde ich mal eben ganz kurz das Spiel neu starten, damit ich hier bitte mein Messer wieder habe. Also, bis gleich. So. Da bin ich wieder. Messer ist wieder neu da. Alles halb so wild. Ich brauche wirklich nur... ins Hauptmenü sogar gehen, noch nicht mal komplett neu starten. Einmal ins Hauptmenü. Es heißt, eine Katze habe 9 Leben. Alice, ich hoffe, du hast ähnlich viele. Diese Katze finde ich übrigens mega. Gut, das ging dann gleich mal in die Hose. Ich dachte, ich kann ruckzuck so fix sein. Und schaffe das. So, wir bleiben jetzt im Luftstrom. Gut, dass wir eine Strumpfhose unter haben. Hui. So, jetzt nehmen wir die Zähne auch mit. Und eigentlich würde ich gerne lieber hier bleiben und mal versuchen, ob ich diese Viecher schon von hier aus töten kann. Komme ich da irgendwie ran? Ja, ein bisschen zumindest. Ja, gucke mal. Das ist doch gar nicht so schlecht. Hier weniger Gegner, desto besser. Und zumindest an denen bin ich rangekommen. Gut. Uah! Kann ich auch von hier schießen eigentlich? Nee. Guck mal, jetzt haben wir aber ganz viele Aggro gemacht. Das heißt, ich springe jetzt zurück. Und werde ein bisschen von hier feuern. Das ist feige vielleicht. Ach, da blockt schon wieder einer. Ganz prima. Kriegst es trotzdem ab. Alter, wie der... Vor allen Dingen ist es gar nicht so einfach. Ja, okay. Weg. Jetzt du. Und dann haben wir nämlich diese dämliche Teekanne da auf jeden Fall auch wieder. Na? Den haben wir auch erwischt, oder? Ja, der ist auch weg. Der blockt. Da ist noch einer. Okay, den auch noch weg. Und dann haben wir nur noch die Teekanne und diesen anderen da. Das wird auf jeden Fall sehr anstrengend, glaube ich. Ich brauche eigentlich immer so ein bisschen irgendwie etwas, um
wo ich so ein bisschen Abstand habe einfach. So, der wartet da jetzt auf uns. Ja gut, nützt nichts. Nein! Oh, das war knapp. So, erstmal gehen wir hier so ein bisschen weg. Ein bisschen in Deckung. Nein, 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 nein. Toll! Ja, das klappt so nicht. Das klappt so nicht. Wie komme ich aus dem Modus raus? Okay. Das geht erst. Schade. Gut, wir können zum Glück ein bisschen fliehen, dann müssen wir das halt einfach so machen. Ja, komm, die Teekanne haben wir auf jeden Fall dann gleich schon. Den anderen kriegen wir auch, komm. Los, Teekanne! Auge auf! Dich kriegen wir! Und gleich bist du im Arsch, meine Liebe. Komm, 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 komm. Die ist nicht ganz so mega aggro. Ja. Leider ist unsere blöde... unsere blöde Pfeffermühle immer so schnell überladen. Jetzt reicht's mir aber gleich mit dir. So, und jetzt habe ich nur noch dich, kleines Arschloch. So, wir sammeln hier erstmal alles ein. Und dann gehen wir hier hin, wo ich ein bisschen mehr Platz habe. Und dann bist du gleich dran, Kollege. So, warte mal. Den müssen wir auf jeden Fall erstmal locken bei ihnen nämlich wieder ran. Warte mal. So. Und dann springe ich über ihn rüber. So. Und dann kann ich ihm nämlich in diesem kurzen Moment eine verpulen. Das ist nicht so einfach, weil ich hier mit diesem Ding null zielen kann. So, komm, 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 komm. Ja, komm. Klappt nicht. Ich hasse dies. Das ist wirklich so ein nerviger Scheißgegner hier. Jawoll! Geht doch. Alle erledigt. Super, jetzt müssen wir nur rausfinden, wie es hier weitergeht. Da kommen wir irgendwie nicht hoch. Da geht es aber auch nicht rein. Ach ja, genau. Hier heilt man sich, wenn man das macht. Und da geht es weiter. Kommen wir da einfach so rüber? Kommen wir. Oh nein! 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 Oh, wie nervig ist das denn bitte, ey? Ganz im Ernst? Das ist doch richtig scheiße, Mann. Was ist das bitte für ein behinderter Speicherpunkt? Oh, zum Glück sind die Gegner tot. Dann geht's ja noch. Ich dachte gerade wirklich, ich muss den ganzen Scheiß hier noch einmal machen. Das wäre ja wirklich richtig mies gewesen. Was ist das denn? Das habe ich jetzt bestimmt 20 Mal versucht. Und mit der Schwebetaktik geht es wohl besser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was sehe ich denn da hinten?
Du bist hier nicht willkommen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Und du bist ein unerträgliches Ärgernis. Manche mögen es heiß, aber keiner mag es so heiß. Was für ein geiles Spiel ist das? Und ich, uns wird hier Böses passieren, glaube ich. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, wir müssen erstmal darüber. Hier rauf und dann. Komm hoch, bitte. Boah. Da komme ich gar nicht hin. Ab in die Lava. Ich dachte, da wäre eine Plattform. Da kommen wir aber gar nicht hin. Oh, ich sehe Tekan. Ich sehe Tekan. Wir wollen als erstes Tekan töten. Und Attacke! So, geschafft. Die sind wir schon mal los. Ich muss jetzt halt wirklich von diesen... Wow. Da jetzt erstmal rüber. Schaffen wir das noch? Wow. Hui. Okay, okay. Oh Gott. Okay, hier rüber. Wir lassen ihn erstmal vorbei. Und dann... Komm, 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 das schaffen wir. Locker. Jetzt kommt er wieder. Und jetzt können wir auf den nächsten hüpfen. Gut gemacht, Alice. Und da können wir ein Ding freischießen. Na komm, zielen. Sollte man schon können, Schneckball. So. Ah, okay, wir haben uns weitere Plattformen geschaffen. Wo wir sehen, dass wir aber auch verdammt nochmal aufpassen müssen. So, ich gehe hier schon mal ganz an den Rand. Und sobald da weg ist, müssen wir sofort los, nämlich jetzt. Und hier auch gleich rüber. Der Pilz katapultiert uns nach oben. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du bist kein Problem für mich. Ich glaube, wir müssen... Ich würde am liebsten eigentlich als nächstes wieder das Messer skillen. Aber ich denke, wir sollten erstmal unsere Pfeffermühle nehmen. So. Ja, ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich nicht gleich mal schon am Anfang alles kaputt machen soll, weil ich eventuell das später noch gebrauchen kann. Und wenn ich dann natürlich vorher schon die ganzen Rosen einsammle, obwohl ich sie gar nicht brauche, sind sie natürlich weg. So, ja. Die Arme, die du brauchst. Nun, genau genommen, die der Hutmacher braucht. Ach, egal. Ich werde dich zerquetschen. Das werden wir ja nochmal sehen, du kranke Maus, die keine Beine mehr hat. Industrie heißt Fortschritt. So. Zack. Oh Mann. Ich trau mich gar nicht, ne? Nest kaputt machen, Nest kaputt machen. Da hinten ist noch eins. Ach du Scheiße. Komm schon. Wieso geht es denn nicht kaputt? Oh, zum Glück gehen die Viecher schnell. Ich will doch jetzt dieses Nest kaputt bekommen, bitte. Nein! Ich hasse
hasse diese Viecher. Ich komme da an dieses Nest nicht ran. Dann nehmen wir erstmal das hier. Habe ich das erwischt? Ja. Müssen wir uns hier gleich auf jeden Fall anders hinstellen. Guck mal, von da hinten kommen aber trotzdem noch welche. So. Jetzt aber. Komm schon! So. Puh. Ja, und da leider mein Messer schon wieder weg ist, müssen wir es leider... Das ist doch scheiße. Ich kann aber an diesem Punkt hier nicht neu starten. Was ist denn das für ein behinderter Bug, bitte? Ja, wir laufen erstmal hier unten rum. Müssen wir uns heilen? Ich weiß es gar nicht. Wir machen es einfach mal. Zumal es da auch auf jeden Fall Zähne gibt. Okay, wir bewahren uns das jetzt nochmal auf. Wir haben hier sicherlich noch einen Fight vor uns. So, was haben wir jetzt getan? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach so, wir haben uns hier so eine... So, rauf da. Ah. Nimm das! Oh. Die Zeit für Alternativoptionen ist jetzt vorbei. Du kommst nicht an mich ran. Nein, keine Chance. Okay, was haben wir hier? Ach so. Gut. Der fährt da hoffentlich nur lang. So, was müssen wir denn jetzt tun? Uiuiui. Was? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt hier weiterkomme. Wie komme ich denn hier weiter? So. Guck mal, wie er da... Dip, 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 dip. Als ob er auf so einem Crosser steht und Sport macht. Wow. Ja, Leute, ich weiß ja gar nicht, wo ich hier hin muss. Ich laufe einfach mal diesen Weg entlang. Ach so. Die Geschichte. Kein Messer. Jetzt hätte euch mal... Ach so, können wir jetzt da oben vielleicht noch hoch? Das sieht sehr geil aus, ne? Ist das nicht einfach nur geil aus? Ah! Oh, das war ja extrem knapp. Okay, komm, wir springen mal hier rüber. Und dann hier hoch. Hm. Nicht hier, liebe Leute, nicht hier. Ihr kommt dann bitte zum Kämpfen hier hin. Guck mal, da ist auch ein goldener Zahn. Ach ja, ich habe ja kein Messer mehr, stimmt. Ah! Komm, schieß, Alice! Scheiße ohne Nahkampf. Echt jetzt? Komm, aufladen schnell. Komm, komm. Ah, supi, 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 supi. Da können wir was freischießen. Wo war das jetzt? Ich glaube, da irgendwo.
Jawohl. Komm. Ach du Scheiße. Ob das richtig ist? Jetzt bin ich doch wieder hier am Anfang, oder? Ich glaube nicht, dass ich so hätte springen müssen. Das war wohl verkehrt. Okay. Müssen wir nochmal zurück. Nützt nichts. Kein Problem für uns. Boah. Okay, so. Ich frage mich nur. Ach, ich muss zurück in die andere Richtung springen. Das ist doch eine Scheiße. Das ist doch richtige Scheiße. Nein! Oh Gott! Nein! Okay, alles klar, meine Lieben. Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Das kann ja wieder was werden. Das kann ja wieder was werden. Komm her. Einmal versuche ich es noch. Wenn man die Richtigen erwischt, kann das... Nein! Ich bin einfach zu hektisch. Ich muss jetzt ruhig bleiben. Komm her, einmal noch. Klappe halten, funktioniert alles. Ah, ja. Ach, die sind da auf der anderen Seite. Ja gut, komm. Die Zähne nehmen wir natürlich auch noch mit. Kann ich hier eigentlich den eher hier durch schon töten? Ja. Sieht so aus, oder? Treffe ich dich? Hallo, mein Freund. Jetzt treffe ich ihn. Und tschüss, das war's mit dir. Gut gemacht. Ventil drehen. Super. Ein kurzzeitiger Rückschlag. Ein kleines Hindernis. Eine banale Hemmung. Ich mach einfach weiter. Mit dir befasse ich mich später, Alice. Unseren grandiosen Plan hältst du niemals auf. Huch, das ist jetzt aber eine Psycho-Ansicht hier so ein bisschen. Okay, wir müssen zurück. Ich habe jetzt hier die ganze Lava weggehauen. Das heißt, wir können hier munter rumlaufen. Er ist jetzt irgendwie abgehauen. Und wir können jetzt vermutlich hier rein. Hebel betätigen. Oh oh. Ah, das waren die Arme. Okay, das heißt, wir müssen da hinterher. Mobilität wäre auch sehr nett. Erwarte keinen Dank von mir, bevor ich nicht wieder vollständig bin. Kein Ausruhen auf Lorbeeren. Sekretär. Jetzt muss ich wohl seine Beine suchen. Chaiselongen. Klappstühlen. Hockern. Geile Scheiße. So, seine Arme haben wir schon mal gefunden. Und Alice, ich mach mal einen Screenshot davon jetzt kurz. Es sieht einfach nur... genial aus. Es sieht einfach so genial aus. Okay, ich komme nicht drüber hinweg. Ich verabschiede mich an dieser Stelle für diese Folge und sage bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss, ihr Lieben.